insbesondere für uns in Deutschland, aber es ist ganz offensichtlich, dass wir im Moment in einer Krise sind, jedenfalls in einer Situation, wo viele Schwierigkeiten sind. Die erste Schwierigkeit, die ich ansprechen will, ist noch etwas, was eher zur Brüsseler Routine gehört, nämlich, dass man über den Haushalt 2014 bis 2018 gescheit streitet. Das kennen wir aus den nationalen Parlamenten auch, da wird auch in gebührender Weise gestritten. Und wir erleben im Moment, dass der Europäische Rat sich in einer mühsamen Sitzungen zusammengerauft hat auf das Volumen des Haushalts für die nächste 5-Jahres-Periode. Aber das Europäische Parlament kündigt an, das nicht mitzumachen. In der Tat ist es so, alle Länder wollen mehr Geld von Europa, aber insgesamt soll der Haushalt der Europäischen Union nicht steigen. Nachdem die meisten Länder brutal sparen müssen, halte ich es auch für vernünftig, dass man auch auf der europäischen Ebene den Haushalt nicht anheben kann. Trotzdem, jeder, der von Umlagehaushalten eine Ahnung hat, weiß, dass man bei Umlagehaushalten leichter zu Steigerungen kommt, als wenn man selber dem Bürger mehr Geld abnehmen muss. Und die Europäische Union lebt ja von den Beitragszahlungen der Mitgliedsländer. Also bedeutet das, dass durch einen Beschluss, da muss halt Schäuble und da muss halt der französische Finanzminister ein wenig mehr überweisen. Und da ist die Versuchung groß, zu Steigerungen zu kommen. Aber wir werden das in den nächsten Wochen erleben, dass man sich irgendwie einigt, denn man hat sich immer geeinigt und es hat immer Theater gegeben. Und deswegen sage ich, das ist etwas, was Business as usual ist. Das Zweite ist unangenehmer und schwieriger, dass wir in der Europäischen Union jetzt ja Erfahrungen haben mit einer Außenministerin und die muss eine ganz unangenehme Situation verkraften, nämlich dass wesentliche Länder ganz unterschiedlich reagieren, je nach wie die Frage zum Beispiel der Syrien-Krise bewältigt werden soll. Ich war letzte Woche in Libanon und habe das mir unmittelbar angesehen, eine unglaubliche Situation. Wir können das überhaupt nicht erfassen, wie schlimm das ist, wenn ein Land, das gut 4 Millionen Einwohner hat, in Lagern 1 Million palästinensische Flüchtlinge seit Jahrzehnten hat. Und jetzt 1 Million Flüchtlinge aus Syrien hat, die nicht in Lagern untergebracht werden, sondern irgendwo in wilden Lagern oder irgendwie sonst unterkommen. Das Geld der meisten geht irgendwo zu Ende. Frankreich und England sagen, wir müssen die Oppositionellen bewaffnen. Deutschland ist dagegen. Die Frage, wie geht man insgesamt mit Assad und den wichtigen Gruppierungen um? Und ich sage das nicht deswegen, um jetzt über den Nahen Osten etwas zu sagen, sondern weil es eigentlich eine ganz typische Situation ist, dass in außenpolitischen Fragen die Europäische Union fast immer gespalten ist. Wir haben es noch nicht geschafft, dass Europa eine einheitliche Außenpolitik macht, wie der arabische Frühling begonnen hat. Waren England und Frankreich sehr schnell dabei, in Libyen militärisch einzugreifen. Deutschland wollte das nicht. Wie gehen wir insgesamt mit dem arabischen Frühling um? Außenpolitik der Europäischen Union ist etwas, und ich will das positiv sagen, wo wir jetzt den ersten Schritt machen, aber eine lange Wegstrecke vor uns haben. Aber eigentlich wäre es ja ganz vernünftig, dass wir eine einheitliche europäische Außenpolitik machen, denn wir müssen uns darüber klar sein, dass die Bedeutung Europas in der Welt massiv abnimmt. Die Weltbevölkerung liegt bei etwas über 7 Milliarden und die 82 Millionen Deutsche, wir betrachten uns zwar als den Nabel der Welt, aber das betrachten die anderen nicht so automatisch auch. Und ja, ich erlebe das, seitdem ich nicht mehr im Amt bin, habe ich Zeit herumzureisen und bin in vielen internationalen Konferenzen top interessant, weil man plötzlich mitkriegt, dass die Diskussionen nicht nur zwischen Wiesbaden, München und Berlin geführt werden, sondern dass es Leute gibt, die ganz andere Vorstellungen haben und noch dazu meinen, dass sie bedeutsamer wären, wie Chinesen oder Amerikaner. Ich erlebe das jetzt, wie wichtig es wäre,
wenn wir in Europa mit einer Stimme sprechen könnten, dann wären wir wahrscheinlich in Augenhöhe, nicht mit den Vereinigten Staaten, aber mit Augenhöhe zum Beispiel mit China, während wenn in der Europäischen Union England und Frankreich das eine wollen und Deutschland das andere, dann ist der Effekt in der Summe quasi null. Und deswegen werden wir für die nächsten Jahre die Aufgabe haben, eine gemeinsame Außenpolitik zu entwickeln. Immerhin, es gibt ganz praktische Fortschritte. In bestimmten Ländern gibt es eine europäische Vertretung, und die dann die Aufgabe für alle europäischen Mitgliedsländer unternimmt, was vernünftig ist, denn sonst müssten wir ja für ein kleines Land wie mir, wie dem Königreich Bahrain oder einem anderen Emirat, dann müssten wir bei so kleinen Ländern 27 Botschafter haben mit jeweils den Vertretungen. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder umgekehrt, es ist sehr viel effizienter, zumal das Wichtigste für die Länder ist das Visum für die Einreise in die Europäische Union. Das geht nach einheitlichen Gesichtspunkten des Schengen-Visums, und da ist es wirklich ein großer praktischer Fortschritt, auch der Kostenersparung, wenn diplomatische Vertretungen der EU die nationalen Vertretungen ersetzen und ergänzen. Aber man merkt, überall dort, wo es wichtig ist, hat jedenfalls Deutschland und hat Frankreich eine eigene Vertretung. Das zeigt, dass wir eben am Beginn einer Entwicklung sind, die weiter voranschreiten wird. Ein dritter Punkt, den ich auch als Schwierigkeiten aber Business as usual ansprechen will, ist die Frage der Bürokratie. Also ich gestehe Ihnen, obwohl wir Bayern in Brüssel das schönste Gebäude uns gesichert haben, die Landesvertretung des Freistaats Bayern in der Villa Pasteur, das war ein großer Glücksgriff, den wir dort gemacht haben. Übrigens, der damalige Europaminister hat dadurch geschafft, dass er sich mit den Kommunisten in der Vertretung von Brüssel zusammengetan hat und gesagt hat, wir wollen das nicht den großen, kapitalstarken Ländern geben, sondern ein armes Land wie Bayern wird sich in einer schönen Weise denkmalsgeschützt verewigen. Und wir werden uns der Umgebung sehr stark anpassen, und darum haben wir den Zuschlag gekriegt und haben eine ganz schöne Repräsentanz dort. Aber wenn wir aus dieser Villa Pasteur rausschauen oder wenn Sie als Besucher nach Brüssel fahren und dann diese Gebäude sehen und in die Gebäude erstmal reingehen, dann erlebt man schon zu Beginn den Eindruck einer überwältigenden Bürokratie. Und jeder, der mit der Brüssel mehr zu tun hat, erlebt natürlich eine Bürokratie, die einem oft die Luft raubt, wo wir Deutsche auch selber zum Teil schuld sind, dass wir nicht gut mit umgehen können, denn die ganze Bürokratie der EU ist geprägt von den Franzosen, der École Nationale d'Administration, diesen Eliteschulen in Frankreich, weil es auch wir Deutsche nicht schaffen, dass wirklich sehr viele der qualifizierten Leute, die wir haben, bereit sind, nach Brüssel zu gehen. Ich habe selber als Ministerpräsident versucht, aber die Chancen, da Leute dazu zu kriegen, sind ausnehmend schwierig. Denn wenn jemand bei uns hier ein schönes Leben hat, dann wird er nicht ohne weiteres die große Mobilität haben, die Woche über in einem Brüsseler Milieu zu sein. Die Bürokratie zu reduzieren ist die große Aufgabe, die sich auch die EU gesetzt hat. Barroso hat Edmund Stoiber als Beauftragten hier eingesetzt, und das Parlament hat das bestätigt. Und ich habe mich mit Edmund Stoiber neulich darüber unterhalten, und er sagt, es ist ein mühsames Geschäft, wenn man irgendwas durchsetzen will, in mindestens 15 Länder zu fahren, damit man eine Mehrheit für irgendetwas kriegt, dass man irgendetwas aus der Kompetenz Brüssels wieder herausnimmt. Und wenn man dann meint, es sei geschafft, dann gibt es irgendwo eine kleine Einwendung und dann klappt es doch wieder nicht. Aber die Bürokratie ist etwas, wo wir in Deutschland schon unsere Themen haben und erst recht auf der Ebene Brüssels. Ich selber sage allerdings, weil wir sollen darüber jammern, weil sonst die Bürokratie noch weiter explodiert,
Aber zu glauben, das würde ernsthaft irgendwann stark zurückgefahren, ist weder im Steuerrecht mit der Bierdeckelsteuer noch in anderen Bereichen zu erwarten. Ich bin schon zufrieden, wenn bei jedem Steuervereinfachungsgesetz es nicht wesentlich komplizierter wird, als es früher war. Aber einfacher habe ich es nie erlebt in meinem langjährigen 39-jährigen Leben als Abgeordneter. Das vierte Thema, wo es im Moment auf europäischer Ebene ausgesprochen knirscht, ist ein Thema, das mit uns in Deutschland zu tun hat, nämlich mit der Frage Energiepolitik. Die Bundesrepublik Deutschland hat beschlossen, vor 2 Jahren aus der Kernenergie auszusteigen und die Energiewende durchzuführen, hat allerdings dabei nicht sonderlich abgeprüft, dass seit dem Jahr 1998 es eine EU-Kompetenz für die Frage der Energieversorgung gibt, jedenfalls im Bereich der Stromversorgung. Ich habe jetzt mit Herrn Oettinger wiederholt mich darüber ausgetauscht. Es ist ein Thema, das ausgesprochen unangenehm ist, übrigens für uns im Süden noch sehr viel unangenehmer als für Sie hier in Hessen. Denn wenn wir im Jahr 2015 2 weitere Kernkraftwerke abschalten, dann brauchen wir dringend den Strom, der in Norddeutschland durch Windräder erzeugt wird. In meiner boshaften Weise sage ich, es ist eindeutig, dass wir Wind aus Norddeutschland brauchen. Die Preußen verstehen viel mehr vom Wind machen, wie wir im Süden der Republik. Aber dieser Strom muss dann irgendwie zu uns gebracht werden. Die großen Übertragungskabel bei uns sind irgendwo in Genehmigungsverfahren festgefahren. Es läuft im Moment eine Menge des Stroms über Polen und Tschechien, dann wiederum nach Bayern und Baden-Württemberg. Allerdings brechen die Netze in den Nachbarländern zusammen, weil sie darauf nicht ausgerichtet sind. Und die EU-Kommission hat jetzt vor wenigen Wochen den Polen und den Tschechen gestattet, sogenannte Schieber einzubauen, dass sie sich vom deutschen Stromnetz abkoppeln können, was uns gerade im Süden der Republik vor große Schwierigkeiten bringen wird. Aber ich hoffe sehr, dass wir das bewältigen und ich hoffe sehr, dass die EU es auch irgendwie schafft, unterschiedliche Energiekonzepte zusammenzubauen. Die Franzosen setzen auf Kernenergie, die Polen setzen darauf, dass sie Kohle und Atomenergie neu aufbauen. Wir Deutsche sind die Pioniere bei Wind und Sonne. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Unterschiedlichkeit sogar durchaus etwas Positives ist und dass wir dadurch auch die Möglichkeit haben, ja, sagen wir, als Entwicklungslabor für die ganze Welt zu arbeiten. Und jetzt komme ich natürlich zu dem Punkt, der eigentlich das echte krisenhafte Phänomen ist. Und das sind die Fragen der Euro-Krise, Haushaltskrise, Arbeitslosigkeit und die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die Punkte nehme ich zusammen, denn wir sind, jeder von uns weiß das, auch derjenige, der nur alle paar Tage die Zeitungen liest, weiß, in welchen Problemen insgesamt die Europäische Union und insbesondere die Eurozone ist, seitdem nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im August 2008 zunächst die Bankenkrise gewesen ist. Dann, ich selber erinnere mich noch ganz spannend daran, dass wir ein Gesetz zur Stabilisierung des Finanzwesens, sehr verehrte Frau Bundestagsabgeordnete, bekommen haben mit 490 Milliarden Volumen. War bis zu dem Zeitpunkt das größte Gesetz vom Finanzvolumen, das wir überhaupt hatten. Ich selber habe als Ministerpräsident Bayern einen Haushalt von 40 Milliarden zu verantworten gehabt. Und dann hat uns die Kanzlerin mitgeteilt an einem Montag früh, ich übersende euch das Gesetz zur Stabilisierung des Finanzwesens, schaut es euch sorgfältig an, es ist das bedeutendste Gesetz, 490 Milliarden Volumen, aber gebt in 2 Stunden Bescheid, dass ihr kein Komma dran ändert, denn wenn ihr was geändert haben wollt, dann würde das alles verzögern, geht nicht, war ein mühsamer Prozess. Aber die nächsten Schritte waren dann, dass wir eine massive Wirtschaftskrise hatten, 5% Rückgang des Bruttosozialprodukts. Deutschland als einziges Land wahrscheinlich der ganzen Welt ist gestärkt aus der Krise hervorgegangen.
man muss das auch mal sagen, es haben alle richtig reagiert bei uns. Die Wirtschaft, die Gewerkschaften, dass man Kurzarbeit in großem Umfang gemacht hat, die Politik, Verlängerung Kurzarbeit, aber dass man beispielsweise auch Abwrackprämie für Autos gemacht hat, um damit den Absturz nicht noch tiefer werden zu lassen. Und wir haben auch nicht nur die Tüchtigkeit gehabt, sondern Glück, sodass es aufwärts gegangen ist. In anderen Ländern war es schwieriger. Und dann ist das entstanden, was man in der volkswirtschaftlichen Diskussion vorher schon angesprochen hat, nämlich dass die PIGS-Länder in Schwierigkeiten kommen. Die PIGS-Länder, was ja eigentlich eine große Unverschämtheit ist, weil der Name natürlich ganz bewusst gewählt worden ist, Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien. Und das Pig, das im englischen Begriff ein Tier, das nicht sehr populär ist, außer wenn es als Schnitzel herumläuft, hat, aber dass sozusagen die Pigsländer in Schwierigkeiten gekommen sind. Und in der Tat sind dann der Reihe nach Irland, dann Griechenland, dann Portugal, dann Spanien. Der vorläufig letzte Akt ist Zypern, unter Rettungsschirme geflüchtet. Und die Europäische Union, nein, stimmt nicht, wo die Eurozone dann massiv mitgewirkt hat, um Länder zu stützen oder zu stürzen, Regierungen jedenfalls zu stürzen. Das ist etwas, was einen Regierenden, ehemalig Regierenden schon auch beschäftigt, dass praktisch alle Regierungen dieser Länder das, was sie tun mussten, sonst hätte die Europäische Union sie nicht weiter unterstützt, dass aber diese Regierungen dann praktisch alles sind abgewählt worden sind. Monti war der letzte Beispielsfall. Das, was wir als richtig ansehen, sehen die dortigen Völker nicht als richtig an. Und ich sehe das auch als eine ganz, ganz große Herausforderung an. Wir erleben das ja, dass in vielen Ländern jetzt Europa von seinem Glanz verliert und nicht nur die Leute mit leuchtenden Augen sagen, wie toll Europa ist, sondern mit allergrößten, ja manchmal mit Hass, die europäische Entwicklung ansehen. Ich selber komme, wie Sie wissen, ja aus Bayern und wir haben uns viele lästerhafte und saloppe Reden, zum Beispiel über die Griechen, bei uns angewöhnt. Ich muss gestehen, dass ich da immer ein gewisses Bauchweh dabei hatte, weil ich mit dem Athener Polizeichef befreundet bin. Und der war wiederholt bei mir in den letzten Monaten und hat mir dann erzählt, wie das so in Griechenland ist, dass im letzten Jahr im September die Gehälter das erste Mal 25% gekürzt worden sind. Und zum 1. Januar sind die Gehälter der höheren Beamten um weitere 30% gekürzt worden. Und jetzt sagte der zu mir, der ist vielleicht 42, 43 Jahre alt, er ist ja Polizeichef, auch ein Lebenszeitbeamtenjob ernannt worden, hat dann für seine Familie ein Haus gebaut und das Haus natürlich nicht bar bezahlt, aber er hat gesagt, er hat ganz bewusst einen großen Sicherheitspuffer gelassen. Aber dass er dann 50% weniger verdient, damit hat er nicht gerechnet. Und jetzt so seine Darlegung mir gegenüber, er schafft es nicht mehr, die Annuitäten der Banken zu bedienen. Und der Versuch, sein Haus zu verkaufen, ist absolut gescheitert, weil es niemanden mehr gibt, der ein Haus kauft. Ich sage das deswegen, damit wir erleben, was für andere Länder und andere Menschen da an Schwierigkeiten kommt, wo man nicht einfach sagen kann, das sind halt korrupte Politiker gewesen. Stimmt schon, ich kenne von den verschiedenen Parteien in Griechenland, die über die Jahre die Verantwortung hatten, die wichtigsten Leute, hat immer Wert darauf gelegt, meine Finger nachzuzählen, wenn ich denen die Hand gegeben habe, und zwar unabhängig davon, ob es von PASOK oder von den Bürgerlichen waren in der Qualität beide gleich schlecht. Aber es leidet der normale, anständige, brave Bürger in einem Maße, dass es einem schon wirklich Sorgen machen muss. Und wenn ich nun die Arbeitsmarktstatistiken mir ansehe, dass in Griechenland die Jugendarbeitslosigkeit bei 60% liegt, 60%. Das heißt, es ist die Ausnahme, wenn ein junger Mensch eine
Beschäftigung hat. Jugendarbeitslosigkeit in Spanien bei über 50%. Arbeitslosenstatistik in Griechenland bei etwas über 30%. In Spanien für alle bei 26%. Die Arbeitslosigkeit in Italien liegt bei 11%. Gut, Italiener haben sich da schon seit langem dran gewöhnt, aber auch in Frankreich ist die Arbeitslosigkeit drastisch gestiegen. Dann sehen wir, welche große Problematik hier in manchen Ländern ist, dass die Politik, die wir als Deutsche verlangen, und ich sage zu Recht verlangen, dass die in anderen Ländern zu schmerzhaften Reaktionen führt, und zwar insbesondere deswegen, weil sie halt in den vergangenen Jahren über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das heißt nicht, dass der Einzelne über seine Verhältnisse gelebt hat, sondern dass die Länder insgesamt zu viel Schulden gemacht haben und auf die Frage Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft zu wenig geachtet haben. Nachdem ich noch so lange in dem politischen Geschäft bin, erinnere ich mich noch sehr genau, wie der Euro eingeführt worden ist. Da hat es in Bayern einen Kollegen im Kabinett gegeben, Peter Gauweiler. Der hat sich massivst gegen die Einführung des Euro gewendet, hat immer gesagt, das ist Esperanto-Geld. Er will die gute D-Mark haben. War eine ganz spannende Situation, übrigens parteipolitisch für uns. Theo Weigel war Bundesfinanzminister, hat die Euro-Einführung gemacht. Und Peter Gauweiler, aber auch Edmund Stoiber und wir als bayerisches Kabinett waren sehr Euroskepsis und haben das Ganze mit begleitet. Wir haben tagelang darüber diskutiert, ist es verantwortbar, den Euro einzuführen. Die Universität in München und das IFO-Institut waren massiv gegen die Einführung einer gemeinsamen Währung und haben gesagt, das kann nicht gehen, wenn man nicht gleichzeitig eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik macht, kann eine gemeinsame Währung nicht funktionieren. Es hat erbitterte Auseinandersetzungen gegeben zwischen Theo Weigel, Edmund Stoiber, Peter Gauweiler. Ich selber habe da auch natürlich als einer das mit begleitet. Wir haben den Präsidenten der Bundesbank da gehabt, haben das intensivst erörtert. Aus diesen Erörterungen, nicht nur hier, aber in anderen Bereichen, ist dann geworden, dass man sagt, jawohl, der Euro ist ein Fortschritt, aber wir wollen einen Pakt für Stabilität und Wachstum schaffen. Und es ist ausdrücklich aufgenommen, dass bei der Einführung des Euro ein sogenanntes Bailout-Verbot, es ist verboten, dass man für Schulden anderer Länder haftet, sondern jedes Land muss seine eigenen Verbindlichkeiten allein tragen. Damit das dauerhaft möglich ist, hat man die Schuldenfähigkeit der Länder begrenzt auf 60% des Bruttosozialprodukts. Also es dürften alle öffentlichen Körperschaften von den Kommunen bis zu den Sozialversicherungsträgern und öffentlichen Haushalten nur insgesamt 60% des Bruttosozialprodukts an Verschuldung aufnehmen. Und die jährliche Neuverschuldungsrate dürfte keinesfalls über 3% gehen. Im Gegenteil, man wollte eigentlich, dass die Normalverschuldung null ist. Nein, 1%, 1,5%, das ist die normale Inflationsrate. Aber die maximale Verschuldungsrate dürfte nur 3% betragen. Und damit wollte man sicherstellen, dass alle Länder so seriös wirtschaften, dass sie ihre eigenen Schulden stets bezahlen können. Ist kein Ruhmesblatt für Deutschland, dass ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland das erste Land war, das gegen diese Regelungen verstoßen hat. Und sie werden kein Gespräch mit irgendeinem anderen europäischen Land im Moment haben, wo das nicht als allererstes angesprochen wird. Weil die nicht selber sich alle Schuld zumessen lassen, sondern die sagt, ihr wart es doch, die Sitten verdorben haben. Das war damals Schröder, Eichel, die gesagt haben, wir wollen nicht hart sparen und haben dann gemeinsam mit den Franzosen die Kriterien gelockert, aber vor allem die eingeleiteten Defizitverfahren missachtet. Und was Deutschland kann, konnten dann die anderen Länder. Und so ist eine Verwilderung eingetreten.
sodass eben an, bei Irland muss man sagen, die haben mal die Zeche für ihre überzogenen Banken und das Versagen der Banken gezahlt. Aber bei Griechenland, muss man offen sagen, haben die Banken kaum eine Rolle gespielt, denn das Land war halt in einer Weise überschuldet, sodass jeder wusste, das kann so nicht weitergehen. Selbst für die Zinszahlungen mussten Kredite aufgenommen werden, weil andernfalls die Zinsen nicht zu bedienen gewesen wären. Und damit war klar, dass die Griechen in einer schwierigen Situation sind. Die Bundesrepublik Deutschland hat in unterschiedlicher Weise, Sie kennen das, ich will das im Einzelnen darstellen, mitgeholfen, Garantien und Bürgschaften in einer Höhe auszuwerfen, dass einem schwindlig wird. Ich habe jetzt unterschiedliche Notizen, auch in der Vorlage, die ich mal von der Staatskanzlei für heute geben habe lassen, kriegt da immer noch Service, dass ich Reden von anderen Kollegen, die Europaministerin zum Beispiel bekomme für solche Themen. Die Frage, wie hoch ist jetzt die Gesamthaftung der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es unterschiedliche Bereiche, je nachdem, was man mit alles reinnimmt. Aber es sind jedenfalls schwindelerregende Beträge. Da sind es 300, 400, 500 Milliarden oder noch mehr. Und ich erinnere mich an die Zeit, wo ich studiert habe, wo ich gelernt habe, als Jurist im ersten Semester, wie es um die Frage der Bürgschaft gegangen ist, unterschreibe nie eine Bürgschaft, denn wenn du eine Bürgschaft unterschreibst, unterschreibst du es nur deswegen, weil du meinst, du musst nie zahlen, denn der Bürger muss ja im Moment nichts zahlen. Man unterschreibt, weil man meint, man muss nichts bezahlen, aber der die Bürgschaft verlangt, der ist sich sicher, dass die Bürgschaft in Anspruch genommen wird, denn sonst bräuchte er keine Bürgschaft. Und wir haben jetzt, übrigens quer durch alle Parteien, ich weiß nicht, die Linken waren, glaube ich, dagegen, aber ich bitte um Nachsicht. Bitte? Ja, aber also gut, bitte um Nachsicht, so viel Parteipolitik sehen Sie mir nach, dass ich die Linken nie als etwas Ernsthaftes angesehen habe, sondern die einen sind Spinner und die anderen müssen schauen, dass sie ihre Vergangenheit ordnungsgemäß vertuschen, damit man ihre Verwicklung ins DDR-Regime nicht allzu deutlich sieht. Aber bei den ernsthaften Parteien, sage ich, waren letztlich alle jeweils dafür. Warum? Weil man, die Kanzlerin sagt immer alternativlos, ich hasse dieses Wort alternativlos, es gibt immer Alternativen. Aber alle Alternativen wären viel, viel schlechter gewesen, als die, dass wir hier eintreten und dafür sorgen, dass es weiterläuft. Ich sage, ich habe großen Respekt, wie die Kanzlerin das auch verhandelt hat, dass sie nicht Eurobonds übernommen hat. Eurobonds bedeuten, dass ein Land nimmt Schulden auf und alle haften. Und das ist ein aus meiner Sicht extrem gefährliches Instrument. Für mich ist die Philosophie, warum es notwendig war, dass Deutschland ja jetzt, sage ich mal, auch diese massive Härte hat und sagt, es gibt nur dann Geld, wenn massivste Sparmaßnahmen durchgeführt werden, weil eins da völlig eindeutig ist. Wenn nicht die anderen Länder in die Lage sich selber versetzen, das, was sie ausgeben, zu erwirtschaften, dann sind wir in ganz kurzer Zeit, wenn die unterstellt ist, werden alle Schulden wegbezahlt, aber die leben halt so weiter wie bisher, wäre nach kurzer Zeit die Verschuldung wieder da. Das geht, ich bitte um Nachsicht, wenn ein Bayer das sagt, die Hessen sind aber in einer ähnlichen Situation, das geht in Deutschland, weil wir einen Finanzausgleich haben. Ein Finanzausgleich, der beispielsweise dazu führt, dass der Freistaat Bayern als weitaus größten Posten seines ganzen Haushalts die Finanzausgleichsleistungen hat, über 8 Milliarden zahlen wir, davon kriegt 7 Milliarden Berlin. Das ist der größte Haushaltsposten des Freistaats Bayern. Wenn wir sowas auf europäischer Ebene hätten, dann wäre es völlig klar, dass es wenige Nettozahler gäbe, das wäre die Bundesrepublik Deutschland, das wäre ein bisschen Österreich, das wäre ein bisschen Luxemburg und Niederlande, Finnland vielleicht noch ein wenig. Aber es würde viele
Empfänger geben, allen voran Italien, Frankreich und dann die Länder Portugal, Irland, Spanien. Und wir würden dann in einem Maße ja mit herangezogen, der jedenfalls bei der Einführung des Euro keinesfalls Geschäftsgrundlage war. Nochmal, der Euro ist eingeführt worden, weil wir gesagt haben, es darf nicht dazu kommen, dass Schulden anderer Länder übernommen werden. Und deswegen muss alles dafür unternommen werden, und das ist diese ganz schmerzhafte Position, dass die anderen Länder so wettbewerbsfähig werden, dass sie das, was sie ausgeben, auch jeweils selber einnehmen. Das Prinzip der schwäbischen Hausfrau, das die Kanzlerin hatte, man kann nur das ausgeben, was man einnimmt, das muss für die Länder gelten. Wenn das nicht einnimmt, werden wir immer in ein Spannungsverhältnis kommen, und das ist im Moment die aktuelle Situation. Es ist schon eine schwierige Situation, dass Deutschland im Moment dabei ist, einen Ruf in anderen europäischen Ländern zu kriegen, der schwierig ist. Dass Merkel mit Hitlerbart gezeichnet wird, dass Nazi-Vergleiche an allen Ecken und Enden kommen. Das ist etwas, was den europäischen Geist sicher belastet. Und ich sage ganz offen, das ist schon ärgerlich, dass wir letztlich eine Menge Geld investieren, Menge Geld, Beträge, die einem im eigenen Staat immer bestens unterzubringen wären. Und dass wir geben viel Geld aus, bringen viele Opfer und werden dafür beschimpft, das ist etwas, was gewöhnungsbedürftig ist. Aber nochmal, man muss sich darüber klar sein, dass es meines Erachtens gar nicht anders geht, als diesen Weg weiter zu beschreiten. Denn der Weg, den Frankreich anspricht, dieser Weg heißt, wir sollten Deutschland weniger wettbewerbsfähig machen, denn dann würden wir jetzt einmal uns auch angleichen. Im Moment ist so Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland ist sehr hoch, Wettbewerbsfähigkeit von dem, was man im politischen Jargon abfällig Club Med nennt, ich zitiere das, aber durchaus mit einer gewissen Distanz, aber die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder hat drastisch abgenommen, und wenn man die Ungleichheit beseitigen will, so die Franzosen, dann könnte man auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands reduzieren, dann wären wir auch ein Stück näher aneinander. Es hat nur einen Nachteil, dass wir letztlich sehr stark gerade als Deutschland darauf angewiesen sind, insgesamt mit der ganzen Welt zu konkurrieren, dass wir vom Export nach USA und China genauso leben, und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber diesen anderen Ländern ist eh etwas, was uns in den nächsten Jahren vor gewaltige Herausforderungen stellen wird, sodass ich glaube, es wenige Menschen gibt, die das für den richtigen Weg ansehen, sondern alle sagen, es muss so kommen, dass die anderen Länder wettbewerbsfähig mit Deutschland werden, sodass sie wettbewerbsfähig mit auch den anderen Teilen der Welt werden. Wie soll es in der Europäischen Union weitergehen? Wenn wir nun sagen, dass strikt durchgeführt werden muss, dass kein Land mehr ausgibt, als es selber erwirtschaftet, bedeutet das letztlich entweder Vorgaben aus Brüssel, die die nationalen Parlamente beachten müssen, unter demokratischen Aspekten höchst problematisch, wenn einige Brüsseler Bürokraten dann genau sagen, der Haushalt in Griechenland darf so und so viel Volumen haben oder der Haushalt in Italien darf ein bestimmtes Volumen haben. Und wenn der Haushalt vom Parlament rechtmäßig verabschiedet ist, schnell mal einstimmig im Parlament verabschiedet, dann kann die Kommission in Brüssel sagen, sie beanstandet den Haushalt und der wird dann nicht in Kraft treten. Kann man sowas unter demokratischen Aspekten machen? Großes Fragezeichen. Vor allem, was ist, wenn so ein Land sich schlichtweg nicht dran hält? Dann kann man dem Land Geldstrafen auferlegen. Gut, bloß wenn man den Nackten kann man weniger aus der Tasche ziehen. Also Geldstrafen, die Griechenland von der EU auferlegt bekämen, wären nicht sonderlich wirksam. Und ich fürchte, dass die Italiener
auch eine große Gelassenheit haben, wie sie mit Geldstrafen der Europäischen Union umgehen. Ich selber hatte das zweifelhafte Vergnügen, wiederholt mit Herrn Berlusconi zusammen zu treffen, wie es um die Rückforderung von Agrarbeihilfen gegangen ist. Und Berlusconi hat von Herzen drüber gelacht und hat gesagt, ja, da stellen sich Leute vor, dass sie von unser Geld sehen, wir stellen uns das nicht so vor. Die Vorschläge gehen jetzt bei uns. Wir müssen weiter die Integration Europas vorantreiben. Da gibt es die Fahrradtheorie, die mir gut gefällt. Die Fahrradtheorie heißt, die EU ist ein Fahrrad und die Stabilität ist nur so lange gegeben, solange das Fahrrad in Bewegung ist. Setzen Sie sich auf ein Fahrrad, ohne dass es fährt. Sie werden größte Schwierigkeiten haben, dieses Gleichgewicht zu haben. Wenn Sie ordentlich reintreten in die Pedale und schön nach vorne fahren, dann wird es stabil. Und so ist die Fahrradtheorie. Die EU verliert an Stabilität, wenn man nicht immer den Zug auf mehr Integration hat. Und Wolfgang Schäuble hat ja auch den Luftballon steigen lassen und sagt, wir wollen in Richtung eines Bundesstaates Europa gehen, föderaler Bundesstaat oder wenigstens ein Staatenbund. Ich nehme an, dass in der Europa-Union bei Ihnen auch ein paar Juristen sind, die darüber sich austauschen, vielleicht auch sogar eine selbstgeschriebene Doktorarbeit noch machen können, über den Rechtscharakter von Bundesstaat, Staatenbund, dass die Union etwas sui generis ist. Da ändert sich auch so viel dauernd, dass man für eine Doktorarbeit immer genug Stoff hat, wo man was noch Neues schreiben kann. Allerdings ist es gefährlich, wenn man was in Zeitungen liest, wir könnten etwa dasselbe sagen, und Phonieplage und ähnliche Plagen für die promotionswütigen Menschen können das beeinträchtigen. Aber im Ernst, die Frage, geht es in Richtung föderaler Bundesstaat? Ich habe dem Herrn Ringsdorf angedroht, dass wenn ich hier rede, ich nicht eine utopische Euro-Rede halte, wo ich sage, wir werden das alles möglichst schnell zu einem europäischen Bundesstaat machen, der vielleicht noch ein gewisses Maß an Föderalismus hat. Ich selber habe da für die überschaubare Zukunft eine ganz andere Meinung und sage, wir können im Moment noch nicht ein Europa anstreben, das ein einheitliches Staatswesen wäre. Wir haben kein einheitliches Staatsvolk, wir haben keine einheitliche Öffentlichkeit. Wenn man sich vorstellt, es würde im Europäischen Parlament darüber beschlossen, wie die Besteuerung ist und wie Abgaben sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand in Deutschland akzeptieren würde, denn es wäre völlig klar, dass eine Mehrheit von Menschen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dass die Gesetze machen, die uns massiv zur Kasse bitten würden. Also bedeutet das, dass wir da sehr zurückhaltend sind, uns bisher immer gegen eine EU-Steuer gewendet haben. Selbst die Frage Finanztransaktionssteuer sollte nicht als eine Steuer für Europa sein. Und gerade aus Bayern kommt hier der erbittertste Widerstand, dass wir sagen, es kann auch Demokratie nicht funktionieren, wenn es keine einheitliche Öffentlichkeit gibt. Und wie unterschiedlich Öffentlichkeit ist, das kann man sehen, wenn man beispielsweise bei der Beilage der Frankfurter Allgemeinen oder der Süddeutschen Zeitung die Medienlage anderer Länder sieht. Wie vor wenigen Wochen, war im Dezember, war bei uns, die Zeitungen waren voll über die Situation in Italien, Frage Monti und wie es da geht. Ich selber war in Rom und habe von all den italienischen Gesprächspartnern nur ein spannendes Frage gehört. Und diese spannende Frage war, wie wird denn jetzt der Prozess von Berlusconi mit seiner Minderjährigen? Hat er jetzt was mit der Minderjährigen gehabt? Die meisten haben eine grenzenlose Bewunderung für einen 72-jährigen Mann, der noch mit einer 17-jährigen da möglicherweise gehabt hat. Übrigens, selbst beim Besuch im Vatikan haben Leute mich in die Richtung angesprochen, während wir uns typisch deutsch über solche Fragen unterhalten, ob die Italiener noch das Geld aufbringen können, um alles zu bezahlen und dass die Reformen sind. Öffentlichkeit in Italien, in Spanien, in Frankreich funktioniert völlig anders wie bei uns.
Und solange es nicht eine einheitliche Öffentlichkeit gibt, kann es auch keine einheitliche Demokratie geben. Das bedeutet, wir werden sicher weitere Übertragungen auf die europäische Ebene haben müssen. Aber ich bin da sehr zurückhaltend. Diese Übertragungen bedeuten, dass wir letztlich immer mehr in Spannung mit der Frage der nationalen Parlamente kommen. Und irgendwo hängt demokratische Legitimation davon ab, dass die Bürger noch mitkriegen, was sie machen. Aber wenn die Notwendigkeiten alternativlosen Entscheidungen des Bundestags, die betreffen dreistellige Milliardenbeträge, und die parlamentarischen Entscheidungen, wo echt noch drüber abgestimmt wird, gehen dann vielleicht über 1 Million oder über 2 Millionen, dann ist das etwas, was auf Dauer jedenfalls problematisch ist. Die Frage, wir müssen im Bereich der Wirtschafts- und der Haushaltspolitik zu mehr Synchronisierung kommen, aber diese Synchronisierung wird wohl auf überschaubare Zeit nur funktionieren in Wege der Übereinstimmung der Regierungen. Das heißt, es wird letztlich im Europäischen Rat miteinander besprochen, aber nicht über Mehrheits- oder bürokratische Vorgaben, gesetzgeberische Vorgaben der Kommission erfolgen. Ich glaube, dass es eine Konsolidierung der Europäischen Union gerade braucht, dass wir im Moment schauen müssen, wie können wir die Krise überstehen und nicht in erster Linie jetzt die Utopien haben, wie wäre das im Jahr 2050 idealerweise. Das trifft, bitte um Nachsicht, wenn das auch von meiner Seite angesprochen wird, gerade auch bei der Frage Erweiterung der Europäischen Union an. Wir haben die, Kroatien wird jetzt Mitglied werden. Bei aller Liebe zu Kroatien, die gerade wir Bayern haben, boshafte Menschen sagen ja, dass Bayern das erste Land des Balkans bereits sei. Aber wir haben gute Beziehungen zu Kroatien, haben uns immer dafür eingesetzt, dass Kroatien Mitglied wird. Aber ob tatsächlich die Auflagen ausreichen oder ob man da nicht auch härtere Auflagen hätten machen müssen, erscheint mir nicht nur fraglich, sondern völlig eindeutig, dass man hier zu großzügig ist, dass man das Monitoring über die Frage Korruption und organisierte Kriminalität zu früh aufgibt. Die brauchen im Moment noch Daumenschrauben ohne Ende. Ich erlebe das auch in Bulgarien, wo ich x-mal selber als Innenminister war, wo Korruption und organisierte Kriminalität ein Maß haben, das für einen gemeinsamen Unionsverbund alles andere als erträglich ist. Aber dass Serbien und Kosovo, Montenegro irgendwann Mitglieder werden, ja, aber meine Meinung heißt, wir haben jetzt im Moment die Aufgabe, unsere Union wieder stabil zu machen, und das heißt ja, der Aufgabe, und neue Länder aufzunehmen, das ist dann etwas Sekundäres. Die Frage der Türkei. Wir als Union haben immer die Frage der privilegierten Partnerschaft gesagt, ich halte es auch für richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türkei, die ein außerordentlich selbstbewusstes Land ist, zum Beispiel irgendwann eine Außenpolitik sich von Brüssel vorschreiben lässt, sondern oder auch die Umweltpolitik. Privilegierte Partnerschaft ist allerdings bei den extrem unbeliebt, ein Unwort. Ich selber habe bei einem meiner letzten Besuche und an der Vorlesung an der Universität in Ankara dann den Versuch gemacht, eine Teilmitgliedschaft anzusprechen, dass die Türkei sich aussuchen kann, in welchen Gebieten der 27 Verhandlungspaketen sie mitmachen und in welchen sie Opting-out-Bereiche machen. Also das ist von einem Vertreter, Herrn Bergisch, dem Europaminister, in der Antwort als ein ernsthafter Beitrag genannt worden, weil die Türkei selber völlig andere außenpolitische Vorstellungen hat, weil sie ihre Nachbarn natürlich andere Bedeutung haben als für uns, aber auch in anderen Bereichen. Ich meine, wir müssen alles tun, um die Türkei nicht wegzustoßen, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass sie nicht gerade für ein christlich geprägtes Abendland der typische Beitretende wäre, sodass ich sage, im Moment wird das auch nicht wirksam und vernünftig auf den Weg zu bringen sein.
Abschließende Bemerkung. Perspektiven in der Krise. Wir in Deutschland merken im Moment ja von der Krise eigentlich herzlich wenig. Andere Länder umso mehr. Wir sollten uns vor Überheblichkeiten hüten. Wir müssen aber alles unternehmen, um die Stabilität der EU herbeizuführen. Da ist es auch richtig, dass sich Deutschland stark engagiert. Das ist aber auch richtig, dass wir wissen, dass wir eine gewisse Rücksichtnahme auf die anderen Länder haben. Helmut Kohl war da ein ganz, ganz großer Meister darin, dass er gerade dadurch Vertrauen geschaffen hat, indem er immer deutlich gemacht hat, dass wir als größtes Land das Kleinste genauso ernst nehmen wie uns selber. Und ich glaube, wenn wir diesen europäischen Geist gerade bei jungen Leuten wachhalten und dafür sorgen, dass durch die aktuelle ganz, ganz stürmische See dieses Europa unbeschädigt kommt, dann haben wir die größten Leistungen für die nächsten 10 Jahre erbracht. Das heißt, wir brauchen keine großen Utopien, sondern wir brauchen jetzt im Moment das Handwerk, Europa in stürmischer See stabil zu halten. Das ist meine Antwort auf die mir gestellte Frage. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.